Moin zusammen, Fennec hier. In jedem der 5 Gebiete in Monster Hunter Rise sind 12 Reliktaufzeichnungen versteckt, in denen kleine Geschichten rund um die Welt von Monster Hunter Rise festgehalten sind. 10 der Aufzeichnungen gehören dabei zu den jeweiligen Gebieten und 2 werden zu den Randale-Botschaften gezählt. Insgesamt können wir also 60 Aufzeichnungen finden und deren Informationen einsehen. In diesem Video zeige ich euch, wo sich die Reliktaufzeichnungen in der Sandebene befinden, und dafür machen wir einen kleinen Rundgang durchs Gebiet und sammeln zunächst die 10 Gebietsbotschaften und dann die 2 Randale-Aufzeichnungen ein. Fangen wir also an. Die erste Botschaft befindet sich neben dem Hauptlager links in der Senke in einem Hohlraum. Für die nächste Reliktaufzeichnung geht ihr im Gebiet 2 ganz nach Westen und lasst euch beim Baum auf eine Plattform herunterfallen. Hier steht das Schwert. Danach geht ihr zum Nebenlager 1 und schwingt euch ins erste Stockwerk der Ruine. Hinter einer Säule findet ihr eine weitere Aufzeichnung. Die vierte Aufzeichnung auf unserer Route befindet sich nördlich von Gebiet 6, auf dem Hügel in einem Strauch. Nun geht ihr östlich von Gebiet 10 auf den Hügel und lasst euch auf der Ostseite des Hügels auf die Steinbrücke herunterfallen. In Richtung Westen befindet sich die nächste Botschaft. Nummer 6 auf unserer Rundreise ist ganz im Norden der Map im Gebiet 12 hinter einer kleinen Steinmauer zu finden. Danach lasst ihr euch in die Senke herunterfallen und geht in die Ruinen. Am Ende des Gangs geht ihr rechts in einen kleinen Raum und sammelt dort das Relikt ein. Die nächste Botschaft findet ihr im Gebiet 4 auf der Ostseite der Gesteinswand in einer kleinen Aushöhlung im oberen Bereich der Wand. Für die vorletzte Sandebenenbotschaft könnt ihr im Nebenlager 2 starten und dann auf den Hügel gehen. Hier befindet sich ein großes Loch. Lasst euch dann auf das Plateau mit dem Baum herunterfallen. Gegenüber dem Plateau seht ihr eine Einbuchtung im Gestein. Dort befindet sich die vorletzte Gebietsaufzeichnung. Die letzte Gebietsaufzeichnung befindet sich auf dem nordöstlichen Hügel von Gebiet 1. Jetzt fehlen uns nur noch die beiden Randale-Botschaften aus der Sandebene. Hierfür starten wir wieder beim Hauptlager. Die erste Randale-Aufzeichnung findet ihr auf dem Hügel direkt über dem Hauptlager. Klettert dafür links den Hügel am Hauptlager hoch und geht auf den Hügel ganz in den Süden. Für die letzte Randale-Aufzeichnung der Sandebene geht ihr ins Gebiet 11. Sozusagen ins Untergeschoss der Sandebene. Westlich der Juwelenlilie ist ein schmaler Durchgang im Fels. Hier befindet sich die Reliktaufzeichnung. Gut, das war's mit dem Video für die Reliktaufzeichnung der Sandebene. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und dann habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss!